und herzlich willkommen in meiner Werkstatt. Heute zeige ich euch, wie ich das fertige Bild aus dem Webstuhl rausschneide. Dazu muss ich erstmal die ganzen Stecknadeln entfernen, mit der ich die Vorlage hinter das Gewebe geheftet habe. Diese Stecknadeln, die werden ja immer weiter nach vorne versetzt, sodass die Vorlage immer weiter nach vorne mitgeht beim Weben. Und jetzt zum Schluss brauche ich die Vorlage nicht mehr und kann einfach alle Stecknadeln entfernen und die Vorlage rausziehen. Die wickle ich dann später zu einer Rolle zusammen und hebe sie auf. Hier kommt nochmal der Breithalter. Wozu ich den jetzt noch brauche, erkläre ich euch nachher. Nun wird der Warenbaum gelockert, damit ich hinten den Kettbaum lockern kann. Und dann ziehe ich die Kette weiter nach vorne, so dass der ungefähr so, dass der Breithalter auf dem Brustbaum aufliegt. Jetzt bin ich nochmal hinter dem Webstuhl und versetze die Fadenkreuzstäbe nach hinten zum Streichbaum, damit alles wieder vorbereitet ist, wenn ich demnächst das Bild anfange. Dafür müssen die Fäden so ein bisschen sortiert werden, weil sie sich hinter den Fadenkreuzstäben immer so ein bisschen aneinander heften. Hier sind schon die Fadenkreuzstäbe hinten und ich binde sie wieder zusammen. Hier sieht man jetzt, wie das Gewebe am Brustbaum ist. Und ich fange an, die Kette abzuschneiden, immer in kleinen Büscheln, die dann vorne gesichert werden am Blatt, damit die Kette nicht durch das Blatt durchrutscht. Dazu mache ich einfach solche Schlaufen. Ich schneide es immer circa so einen halben Zentimeter hinter dem Gewebe ab, damit nicht gleich die Schussfäden rausrutschen. So ist es einigermaßen sicher. Der Breithalter hilft mir dabei, dass das alles noch ein bisschen gerade bleibt und nicht sofort auseinanderrutscht. Manche machen es sicher anders. Bei mir hat sich das bewährt, den Breithalter einfach bis zum Schluss da drin zu lassen. Wenn ich fast am Ende angekommen bin und ich merke, dass das Ganze jetzt schief wird, dass der Breithalter anfängt runterzurutschen, mache ich das von der anderen Seite her, dass ich die Fäden abschneide. Das könnte man vielleicht auch schon ungefähr ab der Hälfte machen. Ich mache das erst so gegen Ende, weil zum Schluss hängt das ganze Gewicht einfach an dem letzten Bündel, das da ist. Da muss ich es dann festhalten, damit mir das nicht alles runterrutscht oder runterknallt. So, nun kann der Breithalter aber raus und ich kann das Gewebe einfach vom Warenbaum abwickeln. Dabei wickle ich dann schon so eine lockere Rolle. Hier ist noch der Zettel, wo ich immer aufgeschrieben habe, wie weit ich schon bin. Und dann wickle ich das einfach so auf. Und hier sieht man jetzt, wie der Stab kommt. Der ist mit Schnüren am Warenbaum befestigt. Und daran wird nachher wieder die Kette angeknotet für das neue Bild. Das zeige ich euch dann in einem der kommenden Videos. Hier sieht man, dass ich einfach dann diese Büschel von dem Stab wegschneiden kann. Und die sind dann
lose, die kann ich dann einfach wegmachen. Und hier sieht man jetzt das fertige Bild, wie es auf meiner Sitzbank liegt. Und man sieht hier die Kette, wie sie gut gesichert ist und wartet auf das nächste Bild. Ich freue mich auf das nächste Video, da zeige ich euch dann, wie ich die Fäden vernähe an dem fertigen Bild und freue mich auf euch. Tschüss!